Willkommen zurück bei Wizard 101. Ich befinde mich in der Pagode der Harmonie gemeinsam mit dem Dalai Lama. Und jetzt müssen wir ein bisschen meditieren. Du schließt deine Augen und öffnest dem Schrein deinen Geist. Plötzlich werden deine Gedanken ganz klar. Du denkst, du kannst deine Reise fortsetzen? Gut. Klar kann ich das. Kein Problem. Große Töne spucke ich wieder. Hilfe! Die Mönche sind durchgedreht und wollen uns nicht ziehen lassen. Wir können ihre Boshaftigkeit nicht länger ertragen. Und schon gar nicht ihren Singsang. Alles, was erschaffen wurde, möge Hammerkalla hinwegfegen! Lang lebe der Huf! Lang lebe Meister Tonkotso! Man muss einen gesunden Körper besitzen, um die Anstrengungen des langen Pfades der Harmonie erdulden zu können. Gut. Dann nehmen wir jetzt ein anderes Kartenspiel, nämlich das Boss-Kartenspiel. Obwohl das wahrscheinlich auch übertrieben sein wird. Aber gut, wir machen es trotzdem mal. Den machen wir mal raus. Anfachen, warum habe ich den Anfachen da drin? Lass mal gerade überlegen. Ja, stimmt, klar, für den Feuerregen, ne? Na komm, wir gucken jetzt mal. Ist ja mal ein anderer Gegner, ha? Hab ich auch noch nicht gehabt. Ist wahrscheinlich extra entworfen worden. Was? Das ist aber jetzt noch nicht. Das ist doch jetzt nicht deren Ernst, oder? Brauchen wir alles gar nicht. Hm. Wir brauchen auch keine Feuerfalle. Eigentlich brauchen wir nichts. Wir sammeln ein bisschen Pips. Der sieht ja erschreckender aus, als er ist. Aber wer weiß, was er auf Lager hat. Vielleicht hat er noch was Fieses im Petto. Das braucht man nicht. Die Elfe braucht man eigentlich auch nicht. Ich habe zweimal gigantisch, brauche ich auch nicht. Ja, ist natürlich übertrieben, aber ich möchte nicht wieder so auf die Nase fallen wie im Buckingham Palace. Ja, wo ich auch mir die niedrigsten Sachen alle rausgesucht habe, weil ich dachte, das wäre voll easy und dann hat es nicht geklappt. Hm. Ich brauche einen runden Zauber. Kein Ifrit, kein Anfachen, keine Feuerfalle. Wir machen noch das hier. Dreht er sich denn so? Ach ja, wie süß. Das stecke ich doch weg. Da ist er ja schon. Machen wir doch direkt, oder? Kevin. Zeig uns, was du drauf hast. Ja, komm, das haben wir auch schon tausendmal gehört, ne? Kevin zeigt, was er drauf hat. Okay. Das hat mir jetzt ein bisschen wehgetan. Trotzdem tue ich den jetzt auch weh. Mit einem kleinen Vulkan Baotz, der hier in der Pagode der Harmonie aus dem Boden bricht. Da guckt ihr, Jungs. Zack, zack. Und bye bye. Puh, schon weg. Ohne Rundenzauber. Das war ja easy, oder? Ja. Ups, Stufe 25, ja. Zauberer. Kann ich auch eine Aubergine? Und auch du, ehrenwerter Dalai Lama, Tonkatsus schändliches Lied hat die Wut in mir überkochen lassen. Du kannst einiges aushalten, Zauberer. Meditiere nun am Schrein des Körpers und lass dich von seiner Botschaft stärken. Hier, das ist wieder ein Schloss, ne? Und die kann man, danke für die Hinweise, diese Schlüssel dazu, die kann man später irgendwo finden. Da bin ich aber mal gespannt, was sich Gameforge da hat einfallen lassen mit. Ja. Aber wenn es soweit ist, dann werde ich das schon noch erfahren. Bis dahin mache ich alles. Als du meditierst, verschwinden Schmerzen und Blessuren mit einem Wimpernschlag und jede Faser deines Körpers fühlt sich erholt und energiegeladen. Gut gemacht, Zauberer.
Du hast nun jenes Lied verinnerlicht, das dir den Weg bereiten wird. Gib gut Acht, dass du seine Melodie nicht vergisst. Hier, Fehler. Ja, ja, wir sind drauf und dran, Rule Malebonia zu pfeifen. Aber die Sache ist noch nicht vorbei. Dieser ungehobelte Tonkatsu und seine Horde von Hufninjas haben sich mit Lord Beagle aus dem Staub gemacht. Und ich habe gehört, wie sie von einem bösen Asura sprachen. Was auch immer das ist. Es ist, wie ich befürchtet habe. Tonkatsu hat ein Gefäß für Hamakala gefunden. Er muss aufgehalten werden. Was ist? Was hat er gefunden? Aber erst einmal zeigen wir diesen armen Welpen den Weg zurück zu ihrem Basislager. Welpen? Wie süß. Ach, sehr lustig. Du hast das Team gefunden und gerettet. Aber wo ist Lord Beagle? Die Ninjas haben Lord Beagle entführt, um aus ihm ein Gefäß zu machen für einen bösen was? Ja, das habe ich mich allerdings auch gefragt. Ein Asura ist ein böser, machthungriger Geist. Der schlimmste unter ihnen war Hamakala. Vor langer Zeit machten sich die Mönche meines Ordens seine Eitelkeit zunutze und sperrten ihn in ein steinernes Abbild seiner selbst ein. Ich glaube, Meister Tonkatsu hat vor, Lord Beagles Körper als Gefäß für Hamakalas Geist zu benutzen. Beagles Position im politischen Gefüge der Spirale würde Hamakala Zugang zu den Regierenden aller Welten gewähren. Alles könnte wie ein Kartenhaus zusammenfallen, wenn er sein Blatt richtig spielt. Exakt. Zauberer, du wurdest in die Geheimnisse der Pagode der Harmonie eingeführt. Der nächste Abschnitt deiner Reise beginnt nun. Folge mir. Warum wird mir das nicht angezeigt? Mir wird hier nicht die richtige... Doch. Aha, okay. Ich wollte schon sagen... Normalerweise aktualisiert sich der Pfeil ja immer, je nachdem, welche Quest man gerade annimmt. So, wir klettern jetzt den Gebirgspass nach oben. Huch, das ging aber schnell. Wir sind hier in luftiger Höhe. Cool. So, auf jeden Fall mal. Trenti. Vor uns liegt der Eingang zum Hohlen Berg. Es ist ein heiliger Ort und das letzte Wegstück nach Shangri-La. Nur jene, die sich in Harmonie befinden, dürfen eintreten. Direkt vor dem Tor zum Paradies liegt der Tempel der Zwietracht. Doch es ist nicht nur ein Tempel, sondern auch das Grab von Hamakala. Eine Gruppe tapferer Mönche machte sich einst seine Eitelkeit zunutze und lockte ihn in eine Falle. Sie sperrten ihn mit Hilfe der Macht der Harmonie in sein eigenes steinernes Abbild ein. Es hat die Mönche damals das Leben gekostet. Doch ihr Zauber hält Hamakala nun schon über 1000 Jahre in seiner Statue gefangen. Als ein Bodhisattva ist es mir nicht erlaubt, den hohlen Berg vor meiner Zeit zu betreten. Diesen Weg musst du allein gehen. Eines Tages wirst du erkennen, dass wir alle eins sind. Die Harmonie durchfließt dich, mich, das gesamte Sein. Erinnere dich an all das, was du gelernt hast. Endlich fertig. Der hat aber viel zu erzählen, der gute Mann. Du betrittst gleich einen... Eine Stunde? Momentchen mal. So viel Zeit habe ich jetzt aber nicht, auch wenn es nicht ganz so lange dauert. Eine Stunde? Lass mal gerade auf die Uhr gucken. Sagt die Uhr. Die Uhr sagt. Ups. Das gehört. Mein Stuhl ist kaputt. Wir haben schon 12:30, eine Stunde. Nee, so lange kann ich jetzt nicht mehr spielen. Auch wenn das hier wahrscheinlich easy sein wird, kann ich das jetzt nicht machen. Das werde ich in der nächsten Aufnahmesession tun. Aber auch direkt.
keine Sorge. Ja, oder? Lass mal gerade überlegen. Doch, doch, ich habe jetzt keine Zeit für. Ich werde mir auf jeden Fall mal hier die Position markieren und gehe nach Hause. Weil, ja, ich bin wieder spät dran. Bla, 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 wie immer. Wo war ich denn jetzt zuletzt? In Safaria. Stimmt ja, in Safaria. So. Denn ich muss in 5 Minuten diese Aufnahme hier beenden. Die komplette. Leider. Weil es wieder mal spät ist. So, da freue ich mich aber schon drauf, das weiterzumachen. Das ist nämlich cool irgendwie. So, warum kann ich denn noch nicht hier nach Safaria, ins Zamunda-Umland? Finde ich schade. Was muss ich tun, um dorthin zu kommen? Wird das erst später freigeschaltet, oder was? Ne, ja, ich kann da einfach noch nicht hin, ne? Tja. Irgendwie strange. Weil mir das die ganze Zeit auch angezeigt wird, ne? Da könnte man ja davon ausgehen, dass ich da noch was tun kann. Also, dass ich da jetzt direkt schon hin kann. Naja, gut. Aber es ist hier noch eine offene Quest, was gut ist. Deswegen sprechen wir jetzt mal mit ihm hier. Jambu, ich bin Kadin Sibu, Sohn des großen Iklavi-Kriegers Laduma. Ich bin unterwegs, um meiner Sippe zu beweisen, dass auch ich bereit bin, ein großer Krieger zu sein. Ich muss mich mit einem Dornpfotlöwen messen, doch leider habe ich keine richtige Waffe. Nur kannst du mir dabei helfen, eine vernünftige Waffe aufzutreiben? Wir müssen das Mgobo-Lager durchsuchen und nach einem guten Stock, einer Klinge und etwas rohem Leder Ausschau halten. Hm, das ist ja leicht. Wir suchen jetzt erstmal einen langen Stock, da liegt er ja schon. Ein langer, stabiler Stock. Er würde sich gut als Knüppel machen und gibt einen ausgezeichneten Speerschaft ab. Eine Klinge. Liegt doch alles hier rum. Eine scharfe Klinge. Genau richtig für einen Speer. Ich muss das ja noch nicht mehr weiß. Wer weiß, wo suchen? Liegt ja alles hier rum. Diese Rohlederstreifen können dazu benutzt werden, eine Klinge an einem Schaft zu befestigen. Ja, was war das denn jetzt? Das sind gute Materialien, die du da gefunden hast. Sie eignen sich hervorragend. Da wir jetzt alle Teile beisammen haben, müssen wir sie nur noch zusammenfügen. Level 71. Kennst du zufällig einen fähigen Handwerker hier in der Gegend? Koyate Geistermähne? Das ist ein Löwe, oder? Ich fürchte, ich kann ihm nicht gegenübertreten. Aber du vielleicht? Bitte geh für mich nach Baobab und bitte Koyate, eine mächtige Waffe herzustellen. Du musst ihm ja nicht erzählen, für wen sie bestimmt ist. Ja, ich bin Level 71. Lalalala. Jetzt brauche ich 198.000 Erfahrungspunkte. Wow, das ist eine ganze Menge. Tja, bis ich die zusammen habe, das dauert. Das dauert. Aber mit meinem Level wäre ich ja auch eigentlich offiziell wahrscheinlich schon viel weiter. Und nicht gerade hier bei Safari am Anfang. Aber durch Griselheim, Wintergrim und den ganzen anderen Kram habe ich natürlich schon vorgesorgt. Deswegen sind die Erfahrungspunkte, die ich hier bekomme, relativ niedrig. Aber gut, was soll's. Jambu, mein Freund. Ich hoffe, es geht dir gut. Du möchtest, dass ich daraus einen Speer fertige? Ah, fertig. Es sieht aus wie ein Eklavi-Speer. Findest du nicht? Keine Sorge. Ich mische mich in diese Streitigkeiten schon lange nicht mehr ein. Gut für dich. So, und ich werde mal gucken, ob ich es schaffe. Hier wieder diese lästige Quest. Besiege 9 Feuerlöwenrüpel nebenbei zu machen. Also offscreen. Weil die hauen hier ja richtig viele Gegner raus, die man bekämpfen muss, ne? Nicht 2, 3, nee. 9, da hinten waren es 10. Das ist, sind so Sachen, das streckt das Let's Play nur unglaublich in die Länge, was gar nicht sein müsste, ne? Was für ein herrlicher Speer! Jeder Feind wird erzittern bei seinem Anblick.
Ja, das war jetzt eine süße kleine Nebenquest zum Abschluss dieser Folge. Erledigt in 5 Minuten Tatsache. Und in der nächsten Aufnahmesession, quasi in der nächsten Folge, werde ich wieder nach Kembalung reisen, um dort den Hohlen Berg zu betreten und diesen Dungeon zu machen. Ich freue mich schon sehr drauf und bin gespannt. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.